Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu diesem nächsten Video. Ich freue mich unglaublich, dass ich dieses Video jetzt für euch abdrehen kann, einfach aus dem Grund, weil ich schon so lange keines mehr dieser Art abgedreht habe. Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal war, das muss ewig her sein, vielleicht sogar 2021, ich bin mir nicht sicher, ob ich so ein Video 2022 gemacht habe. Und das liegt einfach daran, dass ich ja letztes Jahr eine bestimmte Challenge hatte. Ich habe ja gesagt, ich kaufe keine Bücher mehr, bis auf diese bestimmten Ausnahmen. Und dementsprechend ist auch nicht allzu viel bei mir eingezogen, wobei das für das letzte halbe Jahr nicht ganz so gilt. Da ist ja dann doch ein bisschen was dazugekommen. Und jetzt könnte man sich fragen, okay, hast du diese Challenge aufgegeben? Gilt die für 2023 nicht? Da muss ich aber sagen, doch, die wird auch weiterhin gelten. Und trotzdem stelle ich euch heute, ich glaube, 9 Bücher vor, die neu bei mir eingezogen sind. Warum, weshalb, wieso, erkläre ich euch gleich. Ich muss jetzt nur noch mal nachzählen. 2, 4, 6, 8, 9. Ja, 9 Bücher sind das. Wie kam das Ganze zustande? 2 der Bücher zählen wirklich zu diesen Ausnahmen, weil es nämlich ein Buch der Buchhandlung Jakob ist. Ich habe ja auch für dieses Jahr wieder das Bücherabo abgeschlossen, aber in diesem Halb-Halb-Modell, also halb Taschenbücher, halb Hardcover. Und das zweite ist ein Buch von der Büchergilde. Da habe ich vergessen, meinen Quartalskauf zu tätigen, habe dann ein Buch zugeschickt bekommen, von dem ich nicht so begeistert war. Deswegen habe ich das dann noch umgetauscht. Das sage ich auch gleich noch genaueres dazu. Und beim Rest ist es so, dass ich zu Weihnachten Geld bekommen habe mit dem Hinweis, dass ich mir davon Bücher kaufen soll. Das habe ich dann auch gemacht. Und da ist einiges zusammengekommen. Es ist auch tatsächlich so, dass ich ein bisschen darüber hinaus eingekauft habe. Ich gebe es zu, aber ich habe so viele tolle Bücher gefunden an unterschiedlichen Stellen. Und das möchte ich euch natürlich auch sehr gerne zeigen. Wahrscheinlich wird es auch wirklich das einzige Neuzugänge-Video für das Jahr 2023 aufgrund meines Vorhabens eben. Deswegen genießen wir es vielleicht jetzt umso mehr und ich freue mich einfach wahnsinnig darauf. Und ich würde sagen, wir verlieren auch gar keine Zeit. Ich starte mit dem ersten Buch. Das ist das Buch, was ich von der Buchhandlung Jakob zugeschickt bekommen habe. Da gab es so ein paar Schwierigkeiten bei der Zustellung. Ich habe nämlich in der Sendungsverfolgung gesehen, dass es im Briefkasten zugestellt wurde. Da war es dann aber nicht. Und letztlich hat der Postbote es einfach in diese Ablage unter den Briefkästen reingeworfen, in welcher eigentlich nur Altpapier gesammelt wird. Und ich bin froh, dass ich da überhaupt reingeguckt habe, weil ich es da natürlich gar nicht erwartet habe. Aber es gibt immer mal wieder was Neues. Ich habe da momentan ziemliche Probleme bei der Zustellung. Auf jeden Fall habe ich das Päckchen dann aufgemacht. Es war wieder super schön verpackt und habe festgestellt, das Buch habe ich schon gelesen. Beziehungsweise, das ist nicht ganz richtig, ich habe es schon gehört. Und zwar war das im April 2021. Ich habe es sehr gerne gemocht, habe das Buch aber nicht zurückgeschickt aus einem bestimmten Grund. Ich habe nämlich damals gesagt, dass ich mir das Buch auf jeden Fall zulegen werde, weil mir das Hörbuch so gut gefallen hat, dass ich es gerne im Regal hätte, in physischer Form. Und ich hätte gedacht, ich habe das eigentlich schon lange gemacht, was aber nicht der Fall war. Und das war irgendwie dann auch schon so ein bisschen ein Wink mit dem Zaunpfahl. Hey, du brauchst dieses Buch noch. Ich hatte am Anfang nämlich gedacht, das steht auf jeden Fall schon hier drin. Ich muss es wieder zurückschicken, was so ein bisschen ja doof gewesen wäre, weil man ja nur einmal im Jahr ein Buch zurückschicken kann und es umtauschen lassen kann. Ich meine, dann wäre es so gewesen und ich hätte dann auf die nächsten Monate hoffen müssen, dass ich dann nichts doppelt habe. Aber die Wahl der Buchhandlung Jakob war auch hier wieder top, weil es hat mir ja eben super gut gefallen. Und zwar ist es von Benjamin Myers Offene See. Ich glaube, den meisten von euch wird das natürlich ein Begriff sein. Die meisten dürften es schon gelesen haben. Ich weiß, dass damals auch einige unter das Video geschrieben haben, dass sie es auch sehr gerne mochten. Und es ging ja wirklich durch BookTube, durch Bookstagram. Und ich habe, glaube ich, keine einzige negative Stimme dazu gehört. Und wie ich finde, auch zu Recht, weil das ist wirklich ein tolles Buch. Vielleicht nochmal so zur Erinnerung. Wir befinden uns in England im Jahr 1946. Die Sehnsucht nach dem Meer und die Enge seines Elternhauses veranlassen den jungen Robert dazu, sich zu Fuß zur Küste aufzumachen. Einmal will er die offene See erleben, bevor er unter Tage arbeiten muss. Als er die unkonventionelle Dulce kennenlernt, öffnet sich für ihn die Tür in ein ganz anderes Leben. Ein Leben, in dem Freundschaft, Leidenschaft, Kunst, aber auch Schmerz erstrebenswerter sind als Wohlständigkeit und Pflichterfüllung. Und was mir da besonders gut daran gefallen hat, war einfach die Reise von Robert, also die Entwicklung von ihm, dass er da so vieles gelernt hat,
so ein Gefühl von Zuhause, Zugehörigkeit bekommen hat, was lange bei mir nachgehallt ist. Und ich erinnere mich auch immer noch sehr gerne daran, obwohl es mittlerweile ja echt schon fast 2 Jahre her ist, dass ich es gelesen habe. Ein wundervolles Buch. Er hat ja jetzt auch schon ein neues veröffentlicht. Das ist hier hinten, nämlich Der perfekte Kreis. Das habe ich noch nicht gelesen. Und ja, vielleicht habt ihr das ja aber auch schon getan. Und ich werde das auf jeden Fall auch nochmal in physischer Form irgendwann lesen, weil ich das da auch immer noch mal ein bisschen besser behalten kann als bei einem Hörbuch. Ist bei mir einfach so. Also auf jeden Fall wieder eine sehr gute Wahl und kam mir jetzt sehr gelegen, dass ich es letztlich jetzt wirklich in meinem Bücherregal habe, 2 Jahre später. Und dann war ich an meinem letzten Urlaubstag im Zuge meines Weihnachtsurlaubs in einer Buchhandlung, die auch eine Partnerbuchhandlung der Büchergilde ist. Ich wollte nämlich meinen Quartalskauf umtauschen. Ich habe während der Weihnachtszeit vollkommen verschwitzt, dass ich den ja noch tätigen muss, obwohl man da immer eine E-Mail bekommt. War meine eigene Schuld. Und dann habe ich ein Buch zugeschickt bekommen. Und das kann ja auch immer ein Volltreffer sein. In dem Fall war das leider nicht. Das war nämlich Blutbuch, was ja auch sehr gehypt wurde, von vielen auch sehr gemocht wurde. Aber es ist letztlich keines, was mich interessiert, was ich gerne lesen möchte, muss ich ganz ehrlich sagen. Und aus diesem Grund habe ich das mitgenommen, weil man kann es auch natürlich auf dem Postweg zurückschicken. Da muss man aber den Versand selbst bezahlen. Deswegen dachte ich, es bietet sich ja an, in diese Partnerbuchhandlung zu gehen und es direkt dort abzugeben. Draußen stürmt es übrigens gerade mega. Ich hoffe, das könnt ihr nicht hören. Und dann habe ich da noch so ein bisschen rumgestöbert, weil ich hatte dann auch noch was von dem Geld übrig, das ich ja für Bücher einsetzen sollte oder konnte. Das war natürlich keine Pflicht, aber ich wollte das dafür auch wirklich nutzen. Und dann habe ich 3 weitere Bücher gefunden. Oh, wow. Naja, ich fange mit dem Büchergilde-Quartalskauf an. Und zwar bin ich da wirklich schon mehrfach drumherum gelaufen. Nicht bei der Büchergilde, sondern in dieser normalen Fassung habe ich es überall gesehen. Und das hat mich irgendwie angesprochen. Und eigentlich aus einem ganz anderen Grund, weil ich glaube, dass es streng genommen gar nicht darum geht, was der Titel verspricht. Werdet ihr gleich beim Klappentext auch sehen. Und zwar ist es Yoga aus dem Französischen von Claudia Hamm. Das ist dieses Büchlein. Ich versuche das so ein bisschen zu kippen, dass es nicht zu sehr spiegelt mit dem Ringlicht. Wir haben zwar noch Tag, aber es ist so dunkel, dass ich es auch dann brauche. Der Klappentext besagt, alles beginnt gut. Der Autor plant ein heiteres und sachkundiges Buch über Yoga und begibt sich zur Recherche frohgemut in ein Meditationszentrum. Doch dann wird er eingeholt vom Tod eines Freundes beim Anschlag auf Charlie Hebdo, von Leidenschaft und Verzweiflung. Sein Leben kippt. Yoga ist die Erzählung vom mal beherrschten, mal entfesselten Schwanken zwischen den Gegensätzen. Durch eine schonungslose Selbstanalyse zwischen Autobiografie, Essay, Chronik und Roman gelingt dem Autor der Zugang zu einer tieferen Wahrheit. Was es heißt, ein in den Wahnsinn der heutigen Welt geworfener Mensch zu sein. Hier steht dann auch noch ein Zitat. Yoga zu lesen heißt vor allem erst einmal atemlos alles in einem Zug zu lesen. Mit kribbelnder Unruhe, mit Tränen in den Augen und höchster Bewunderung für das außergewöhnliche Talent des Autors. Für sein Handwerk und seine Kunst, uns zu fesseln. Und ich glaube, dass es eben streng genommen gar nicht wirklich über Yoga geht, was er ja eigentlich vorhatte zu thematisieren, sondern eher darum, dass das Leben ganz anders spielt, als man oftmals meint. Er muss dann ja mit Schicksalsschlägen zurechtkommen und ich glaube, dadurch ist ein ganz anderes Buch entstanden, als das, was er eigentlich geplant hat. Und das interessiert mich daran so sehr. Ich habe das Buch, wie gesagt, nicht deswegen in die Hand genommen. Ich habe nur den Titel gesehen. Ich bin ja sehr Yoga begeistert. Ich finde, das ist etwas ganz Tolles, dass man für sich zur Ruhe kommen kann und seine innere Mitte findet. Und das war eher so mein Anlass, aber letztlich geht es ja gar nicht darum. Es ist aber trotzdem so beschrieben, dass es etwas ist, was mich mit Sicherheit begeistern wird, weil ich ja auch ein großer Fan von Authentizität bin, davon, dass man viele Dinge eben nicht so planen kann, wie man es vielleicht gerne möchte. Und ich denke, dass dieses Buch das sehr gut abbilden könnte. Ich habe nicht nur positive Rezensionen dazu gelesen, aber überwiegend, also mal schauen, wo mich die Reise hinführt. Ich bin lange genug drumherum geschlichen, wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass die Büchergilde das im Programm hat. Dann habe ich es aber in der Buchhandlung gesehen, da habe ich euch ja auch beim Vlog so ein bisschen mitgenommen. Die hatten 2 riesige Regale von Büchergilde-Exemplaren und das kommt ja relativ selten vor. Weil streng genommen, ich habe da mal nachgeguckt, so viele Partnerbuchhandlungen
hat die Büchergilde gar nicht. Das hat mir sehr gut gefallen. Der Buchladen generell, also der andere Buchladen in Köln, sehr empfehlenswert. Das nur mal so nebenbei, unbezahlte Werbung. Aber wie gesagt, da könnt ihr gerne auch mal beim Vlog vorbeischauen, damit ihr so ein bisschen einen Eindruck davon bekommt. Genau, und dann fiel mir ein anderes, dünnes Büchlein in die Hand von einem Autor, von welchem ich auch noch nichts gelesen habe. Das einzige Ding bei diesem Buchladen ist, dass man dort wirklich Stunden verbringen kann. Der ist nämlich nicht so aufgebaut, dass man man hat schon verschiedene Genres, das ist schon richtig eingeteilt, aber die Bücher sieht man nicht direkt und die existieren dann auch nicht in zehnfacher Ausführung, sondern das sind einfach riesige Regale mit Einzelexemplaren. Und sich dort zurechtzufinden und alles zu überblicken, was es dort so gibt, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Aus diesem Grund, man kann Stunden dort verbringen, wirklich Stunden. Und ich habe mir dann auch die Zeit genommen, ich habe mir generell sehr viel Zeit beim Büchershoppen hier genommen. Und das ist auch was, was ich für mich etablieren möchte, weil ich festgestellt habe, dass ich früher schon sehr häufig reingegangen bin, mir kurz Zeit gelassen habe, ne? Also wirklich nur ganz, ganz knapp. Oder ich bin dann auch schon mit einem gewissen Ziel in die Buchhandlung, habe nach einem Buch gefragt und dann bin ich wieder raus. Und dann war ich aber auch noch bei einer anderen Buchhandlung, da komme ich gleich drauf zu sprechen, und bin da auch rein und habe mich einfach inspirieren lassen. Ich habe da drin Stunden verbracht. Und irgendwann ist der Buchhändler auf mich zugekommen und meinte, kann ich Ihnen wirklich nicht helfen? Weil er hat schon zu Beginn gefragt und ich habe dann gesagt, nein, ich schaue einfach nur rum. Und er hat dann gesagt, ach, ich bin total begeistert davon, dass Sie das machen, weil die meisten Kunden, die kommen einfach nur kurz rein und sind sofort wieder draußen. Er findet das großartig und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, ja, also eigentlich hat er auch genau recht. Ich habe mir das natürlich bewusst für diesen Tag vorgenommen, weil es auch ein Urlaubstag war. Aber ich bin auch ganz oft so gewesen wie die anderen Kunden und finde das eigentlich nicht schön, weil gerade so das Bücher aussuchen macht ja auch super viel Spaß. Und ich denke mir, man kann sich ja Zeit lassen. Wenn man das an so einem freien Tag macht, dann sollte man sich da auch nichts anderes vornehmen und nicht in Hektik verfallen. Und das habe ich wirklich durchgezogen hier beim Büchershoppen. Also ich habe insgesamt sehr, sehr lange dafür gebraucht, all diese Bücher auszuwählen. Das vielleicht so als Nebeninfo, die vielleicht für viele gar nicht interessant ist, aber egal. Um auf das Buch zu sprechen zu kommen. Ich habe von Peter Stamm Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt ausgesucht. Das ist ein Buch von nur etwas mehr als 150 Seiten. Und hier hinten steht ein Zitat von Peter Stamm selbst. Du begegnest dem Menschen, der du einmal gewesen bist. Er trifft andere Entscheidungen, macht andere Fehler. Und doch entkommt er deinem Schicksal nicht. Christoph verabredet sich in Stockholm mit der viel jüngeren Lena. Er erzählt ihr, dass er vor 20 Jahren eine Frau geliebt habe, die ihr ähnlich, ja, die ihr gleich war. Er kennt das Leben, das sie führt und weiß, was ihr bevorsteht. So beginnt ein beispiellos wahrhaftiges Spiel der Vergangenheit mit der Gegenwart, aus dem keiner unbeschadet herausgehen wird. Für mich hat sich das sehr interessant angehört, muss ich sagen. Also hier drin steht dann auch noch ein bisschen mehr. Können wir unserem Schicksal entgehen oder müssen wir uns mit der sanften Gleichgültigkeit der Welt abfinden? Peter Stamm, der große Erzähler existenzieller Erfahrung, erzählt eine andere Geschichte der unerklärlichen Nähe, die einen von dem trennt, der man einmal war. Ich kann mir da noch nicht ganz so viel drunter vorstellen. Und ich kenne jetzt eben auch keine Bücher von Peter Stamm, deswegen kann ich das auch nicht wirklich einordnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand einfach, dass sich das so interessant angehört hat, weil ich mir so vorstelle, er lernt diese junge Frau kennen, also Lena, und sagt, dass er in der Vergangenheit schon mal eine andere Frau geliebt hat, die ihr quasi gleich war und er weiß, was ihr bevorsteht. Also da würde ich jetzt erstmal denken, was ist das für ein Mann? Also was ist das überhaupt für eine Aussage? Was will er damit bezwecken? Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, in welche Richtung das gehen soll. Aber ich finde es so spannend und es ist relativ groß geschrieben. Ich glaube, dass man das schnell durch hat, dass es ein recht kurzes Lesevergnügen sein wird. Und ja, hoffentlich ein gutes, weil mich das irgendwie direkt fasziniert hat. Ich weiß auch nicht, hat man ja öfter. Und dann geht es weiter mit einem Buch, das ich schon vorgestellt habe, meine ich, im Zuge der Buchneuerscheinungen. Ich mache mal hier hinten direkt den Sticker ab, weil sonst nervt mich das sowieso wieder. Und zwar ist es ein Autor, den ich sehr schätze, weil ich sein anderes Buch, Die Wurzeln des Lebens, ihr erinnert euch vielleicht, geliebt habe. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher.
Und er hat ja ein weiteres Buch geschrieben, das im Fischer Verlag erschienen ist. Und zwar heißt es Erstaunen. Ich spreche natürlich von Richard Powers. Die Wurzeln des Lebens war damals eine Empfehlung von Keanu Reeves. Hört sich jetzt so an, als hätte er mir das persönlich empfohlen. leider nein. Aber ich habe das gelesen, dass er dieses Buch sehr gefeiert hat und ich konnte mich da dann im Nachgang einfach nur anschließen. Worum geht es hier? Vater und Sohn sind allein. Der hochbegabte Robbie mit Asperger-Zügen kann den Tod der Mutter nicht verwinden. In der Schule unverstanden will er die Mission seiner Mutter vollenden. Er malt Plakate, demonstriert auf den Stufen des Kapitols, um die Natur zu retten. Der verzweifelte junge Vater will ihm mit ungestümer Liebe alles geben. Doch was geschieht, wenn die Welt schneller endet, als unsere Zukunft beginnt? Ein Zitat, der insgesamt drei hier hinten lautet: Zärtlich und achtsam und als könnte man die Welt jeden Tag ganz neu betrachten. Richard Powers hat das absolute Gehör für die Natur. Und das kann ich auch schon anhand der Lektüre seines anderen Romans sagen. Das war auch da so, weswegen ich es auch sehr geliebt habe. Um was es hier zum einen gehen soll, ist in gewisser Form dieser Zwiespalt, dass Eltern natürlich eine unfassbar große Liebe zu ihren Kindern haben, aber auf der anderen Seite gibt es auch diese Not, dass sie ihnen sagen müssen, dass der Planet höchst gefährdet ist. Und das ist ja schon ein zentrales Thema unserer heutigen Zeit, weswegen ich mir da tolle Erkenntnisse erhoffe. Ich liebe den Schreibstil von Richard Powers, habe das Gefühl, dass man aus seinen Büchern jederzeit eine Menge mitnehmen kann. Und deswegen freue ich mich sehr, dass dieses Buch jetzt auch bei mir eingezogen ist. Das war einfach ein Muss, ganz klar. Weiter geht es mit einem, ja, Sachbuch, würde ich sagen. Oder einem Buch, was man eher in dem Bereich Lifestyle findet, Lebensführung, Gesundheit. Ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Abteil ich es gefunden habe, muss ich ehrlich sagen. Auf jeden Fall bin ich deswegen darauf aufmerksam geworden, weil die Buchhandlung Jakob ja wieder im Dezember 2022 die besten Bücher vorgestellt hat des Lesejahres. Also alle Buchhändler haben, oder ich weiß nicht, ob alle, aber ein Großteil der Buchhändler hat dort über die Lieblingslektüre gesprochen. Ich werde euch das Video auf jeden Fall auch unten verlinken. Da könnt ihr gerne noch vorbeischauen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Sehr empfehlenswert. Und dieses Buch ist mir im Gedächtnis geblieben, weil ich das sehr spannend fand. Und zwar ist es von Dr. Julie Smith, Aufstehen oder liegen bleiben, Tools für deine mentale Gesundheit. Was steht auf dem Klappentext? Ist das schon eine Depression oder nur schlechte Laune? Wie gehe ich mit Stress und wie mit Ängsten um? Wie kann ich mein Selbstwertgefühl stärken und wie Motivation finden, wenn mir bereits das Aufstehen schwerfällt? Basierend auf jahrelanger Erfahrung als klinische Psychologin teilt Dr. Julie Smith Ideen, Einsichten und Techniken, die bereits das Leben vieler ihrer Klienten verändert haben und uns allen helfen können. Ihr Buch ist ein Mental Health Toolkit mit Werkzeugen für die verschiedensten Herausforderungen des Lebens, für Resilienz in schweren Zeiten und die tagtägliche Verbesserung unserer mentalen Gesundheit. Ich meine, dass es hier auch ein Stück weit, ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das jetzt falsch im Kopf habe und irgendwie verwechsle, ich hoffe nicht, aber ich glaube, es geht auch so ein Stück weit über den Konsum von Social Media, beziehungsweise besser gesagt die Tatsache, dass man eher weniger davon nutzen sollte, aber ich sehe jetzt hier nichts explizit in die Richtung, deswegen kann es sein, dass ich das jetzt irgendwie falsch im Kopf habe. Also nagelt mich nicht drauf fest, aber der Klappentext hat mich sehr angesprochen und auch das, was eben in besagtem Video darüber gesagt wurde. Ich glaube, das kann uns allen sehr gut tun und da freue ich mich auch auf die Lektüre. Jetzt komme ich zu einem Buch, das ich in der Heimat gekauft habe. Das ist das Einzige, was ich dort in der Buchhandlung mitgenommen habe. Da war ich mit meiner Schwester unterwegs. Ist ein ziemlicher Klopper, ein Hardcover. Und ich bin sehr gespannt, ob das ein Fehlkauf war. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Klappentext gelesen. Ich fand das super spannend, sehr ansprechend und habe mir im Nachgang ein paar Rezensionen durchgelesen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was im Detail drin stand, was vielleicht auch besser so ist, dass man nicht im Vorfeld ja eine zu stark beeinflusste Meinung hat, sage ich mal. Aber ich würde sagen, etwa 90% der Rezensionen, die ich gelesen habe auf Instagram oder Bookstagram, waren wirklich schlecht. Bei Amazon ging es, glaube ich, sogar. Da war es gar nicht so übel. Also ich weiß nicht, das ist super auseinandergegangen, aber die meisten fanden es wirklich nicht gut.
weswegen ich gespannt bin, ob ich mich da jetzt mega durchkämpfen muss und mir denke, Hilfe, das hätte ich besser bleiben lassen sollen, weil so ein Hardcover, so ein dickes, kostet ja auch einiges, nämlich 28 €, um genau zu sein. Aber wir hoffen einfach mal das Beste. Positiv bleiben. Und zwar von Fernando Aramburu, Die Mauersegler. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Da muss ich vorne gucken, weil hinten steht nur ein Zitat. Toni ist Philosophielehrer an einem Gymnasium in Madrid, lebt nach einer Trennung alleine mit Hund. Er liebt das Leben nicht und fasst einen Entschluss. Er will allem ein Ende setzen, in genau 365 Tagen. Am 31. Juli beginnt das letzte Jahr und dieser Roman hat 365 Kapitel, eins für jeden Tag. Die ersten Monate sind für Toni geprägt von Erinnerungen an seine Ex-Frau und an seine Eltern in der wechselhaften spanischen Geschichte, Beobachtungen seiner Landsleute und Erlebnissen, die ihn in seiner Weltsicht bestärken. Doch dann kommt es zu einer unerwarteten Begegnung mit einer Frau, deren Hund auch Toni heißt. Ein Zeichen. Und mit einem Mal gerät Tonis Plan ins Wanken. Nach dem internationalen Bestseller Patria legt Aramburu ein humanistisches Meisterwerk vor. Voller Herzenswärme, traurig, lustig, zutiefst berührend. Die Chronik eines Countdowns, die auf fantastische Weise von der Hoffnung auf ein glückliches Leben erzählt. Ja, also ich fand, das hörte sich toll an. Also natürlich so ein bisschen trist, hoffnungslos vielleicht auch erstmal zu beginnen, wobei das ja vielleicht nicht ganz so sein sollte. Zumindest von dem, was man hier jetzt lesen kann. Aber bei den Rezensionen habe ich das schon eher so vernommen, dass der Protagonist für viele recht nervig war, dass sie ihm nicht mehr zuhören konnten. Er wurde als sehr egoistisch beschrieben, als anstrengend und dass man ihn eigentlich überhaupt nicht weiter begleiten möchte. Das kann natürlich der Fall sein. Ich weiß es nicht, wobei ich auch immer der Meinung bin, es braucht eigentlich nicht immer einfache, sympathische Figuren, die jederzeit positiv gestimmt sind. Aber natürlich gibt es da auch Abstufungen. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob ich mir das Ganze bis zum Ende antun können werde oder nicht. Also es gab schon einige, die es auch abgebrochen haben. Falls ihr eine Meinung dazu habt, schreibt sie gerne, aber bitte wie immer ohne Spoiler. Und jetzt zu den Büchern, 3 Stück an der Zahl, die ich bei einer anderen Buchhandlung mitgenommen habe, nämlich bei der Buchhandlung Gottschalk in Leverkusen. Und das war genau dort, wo mich der Buchhändler angesprochen hat, ob er mir nicht helfen könne. Da habe ich auch sehr, sehr lange Zeit verbracht. Und da habe ich wirklich Bücher gefunden, die auch total meinem Geschmack entsprechen. Ein Hardcover, 2 Taschenbücher, vor allem die beiden Taschenbücher, die schreien oder schrien förmlich nach mir, würde ich so sagen. Genau, und zwar zum einen Kukum. Das ist etwas vom Unionsverlag, ein Roman mit einem, wie ich finde, sehr schlichten, aber super schönen Cover. Und der Klappentext lautet: Almanda folgt dem ruhigen Thomas zu seiner Familie und dem Volk der Innu. Geborgen in ihrer Gemeinschaft lernt sie zu jagen und zu lieben. Doch bald breiten sich die Siedler aus und zwingen die Innu in ein fremdes Leben. Einfühlsam erzählt der Autor die Geschichte seiner Urgroßmutter, seiner Kukum und die Geschichte der ersten Völker. Ein Zitat steht hier auch noch. Wir lauschen der Stimme dieser fast 100-jährigen Frau, als ob wir ebenfalls im Herzen des Waldes um ein Lagerfeuer sitzen. Also ich mag direkt diese Stimmung, die verbreitet wird. Ihr wisst, ich liebe Bücher über Ureinwohner und deren Lebensweise. Meist ist es so, dass sie sehr eng zusammen mit der Natur leben, was wir ja so ein bisschen verlernt haben oder sehr stark verlernt haben. Und das sind immer die Geschichten, die mich am meisten inspirieren. Da habe ich irgendwie eine starke Liebe dafür und ich weiß gar nicht genau, woher sie kommt. Aber ja, ich habe reingelesen in der Buchhandlung. Es hat mich direkt begeistert. Es startet im Übrigen im Mai 1977. Ja, ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, was so seine eigenen Wurzeln sind, wozu man sich gehörig fühlt. Und es hat wahrscheinlich ein Stück weit was mit Identität und dem Finden des eigenen Ichs zu tun, was ich sehr gerne mag. Also habe ich noch nirgendwo gesehen. Ich bin sehr gespannt. Ich mag das ja auch immer, wenn ich an Bücher so unvoreingenommen rangehen kann, wenn ich noch nicht viel drüber gehört habe. Das ist meistens das Beste. Und dann geht es weiter mit einem Buch, bei dem ich schwören könnte, ich habe es schon irgendwo gesehen, aber ich habe keinerlei Ahnung wo und es muss relativ lange her sein. Und zwar ist es von David Park, ein Autor, der in Belfast geboren ist. Reise durch ein fremdes Land. Auch ein sehr schönes Cover,
Schneelandschaft, wunderschön. Und der Klappentext besagt, kurz vor Weihnachten macht sich Tom auf den Weg, seinen kranken Sohn Luke abzuholen. Dieses Mal muss die Familie unbedingt zusammen sein. Toms Fahrt durch die tief verschneite Landschaft ist auch eine Reise in sein Leben als Mann, Ehemann und Vater. Und er versucht, den schmerzhaftesten Verlust, den ein Vater erfahren kann, zu klären. Von WDR 5 Bücher gibt es hier auch noch ein Zitat. David Park ist ein großartiger Autor, der die Symbolik der vereisten Welt als Seelenlandschaft zur eindrücklichen Rahmung dieser Intimgeschichte nutzt. Das ist auch eine weitere Sache, die mir sehr gefällt. Wir haben früher, ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, obwohl es ja doch schon lange her ist, in der Schulzeit, also als ich auf dem Gymnasium war, in der Oberstufe, haben wir unterschiedliche Werke gelesen, vor allem aus der Epoche der Empfindsamkeit. Stimmt das jetzt? Doch, das war die Empfindsamkeit. Bei welcher Naturbeschreibungen immer eine wichtige Rolle gespielt haben und meistens auch das Seelenleben der Protagonisten wiedergespiegelt haben. Und das habe ich immer geliebt. Ich mag es, wenn Autoren die Natur dafür nutzen, ihre eigenen Gedanken und ihre eigenen Gefühle darzustellen. Ich weiß nicht, da habe ich irgendwie auch eine Schwäche dafür. Keine Ahnung, ob man das nachvollziehen kann. Deswegen, ich habe den Klappentext gelesen und war direkt hin und weg. Ja, das ist wirklich was mir von der Schulzeit damals in Erinnerung geblieben ist. Manchmal sind das ja die komischsten Sachen. Und was ich auch sehr gerne mochte, war das Zitat, mit welchem das Buch beginnt. Und zwar steht hier, der Fotograf muss etwas von der Empfänglichkeit des Kindes, das zum ersten Mal auf die Welt blickt, oder des Reisenden, der ein fremdes Land betritt, in sich haben und bewahren. Das fand ich sehr wahr und hat mich auch direkt angesprochen. Ich glaube, neben der Natur spielt hier eben eine entscheidende Rolle, dass der Protagonist eine Entwicklung im Inneren, vielleicht auch im Äußeren durchmacht und sich vielen Dingen bewusst wird. Ich mag das ja auch sehr, sehr gerne und glaube, dass das wirklich ein gutes Buch für mich werden könnte. Ich habe bei allen Büchern so ein gutes Gefühl. Mal schauen. Bis auf die Mauersegler, da bin ich jetzt so ein bisschen, sage ich mal, kritischer vielleicht oder skeptisch. Und dann habe ich noch ein anderes Buch gefunden, ein Hardcover von Danielle McLaughlin, Die Kunst des Fallens im Luchterhand Verlag erschienen. Eine Frau in der Krise, die preisgekrönte irische Autorin Danielle McLaughlin erzählt hinreißend lakonisch und mit sehr genauer Beobachtungsgabe vom ganz normalen Leben. Von den kleinen Dramen, die große Wirkung haben, von verletzten Gefühlen, versteckten Lügen, unerfüllten Sehnsüchten. Genau, es ist ja auch noch ein Zitat, ein Meisterstück über die Liebe in mittleren Jahren. Und ansonsten gibt der Klappentext gar nicht viel her. Hier oben ist noch ein Zitat, ein Roman, wie man ihn selten findet. Eine berührende Geschichte über Liebe, Kunst, Wahrheit und Treue in all ihren Facetten. Und für mich war es einfach so, dass ich mir dachte, ich glaube, dass dieser Roman sehr viele unterschiedliche Themen abdecken wird. Und was ich ja immer mag, ist, wenn das nicht zu gekünstelt ist, sondern wirklich Themen, Gefühle, Gedanken abdeckt, die wir alle in unserem Leben haben. Dass da jetzt nicht so eine fantasiereiche Geschichte aufgebaut wird, die nichts mehr mit der Realität zu tun hat. Weiterhin bin ich kein Fantasy-Leser. Harry Potter, da habe ich mich jetzt so ein bisschen dazu durchgerungen. Die ersten drei Bände fand ich klasse, den vierten dafür umso schlimmer. Aber das mal nur so als Vorab-Info, bevor dann das Lesemonatsvideo kommt. Und ich bin sehr gespannt von der Autorin, habe ich noch nichts gelesen. Deswegen auch da definitiv etwas Neues für mich. Ja, und jetzt sind wir auch durch. Ich glaube, das war auch lange genug. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr eines der Bücher oder vielleicht sogar auch mehrere kennt oder ob euch eines besonders interessiert. Ich bin mal gespannt, zu welchem ich als erstes greifen werde und freue mich unfassbar über die neue Lektüre. Ich habe mir übrigens vorgenommen, dass ich wirklich mal meine Goodreads-Listen pflege. Ich habe mich jetzt auch bei Read-O, spricht man das so aus, keine Ahnung, angemeldet, weil ich gesehen habe, dass da auch ganz viele andere sind und mir die App auch gut gefällt, muss ich sagen. Ich habe da so ein bisschen einen Blick reingeworfen und da möchte ich jetzt wirklich mal alle Bücher aufnehmen, die ich so habe und das zuverlässiger tracken, weil ich bin ja bei Goodreads extrem schlecht. Ich weiß, dass viele das sehr genau pflegen und so weiter, aber das ist irgendwie immer bei mir so ein bisschen
vorbeigegangen und jetzt habe ich natürlich umso mehr Arbeit, das alles nachzutragen, aber ich sollte das ein für alle Mal machen. Und dann kann ich das beispielsweise auch an die Buchhandlung Jakob schicken, damit sie dann auch einen Überblick haben, ob sich das schon in meinem Regal befindet. Also eigentlich wäre das so eine Win-Win-Situation und ihr könntet das auch danach lesen. Viele von euch folgen mir dort ja auch. Das ist, wenn man so möchte, vielleicht ein Vorsatz für 2023. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag oder Abend und sage bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif und macht's gut. Bis dann. Tschüss.